Jetzt ist aber erstmal grundsätzlich die Frage, ne? Wir fragen ja auch, wie prüde, geil. Würdest du selber als Kandidat, würdest du eher nicht mitmachen, schätze ich? Absolut nicht. Nein. Nein. Obwohl ich muss sagen, dein sehr gelungenes T-Shirt passt heute mehr. Ich hab ist hervorragend zu dieser Sendung. Ich wollte auch mal meine Titten zeigen. Versuchest du mit deinen Worten zu erklären, okay. Ist das Ding, wo man seinen Pimmel zeigen muss und die Frauen entscheiden dann, ob sie ihn nehmen oder nicht? Genau. Ja, genau. Ist eine Dating-Show? Nur halt nicht in der Karibik, sondern im Studio in Berlin. Der Playboy hat immer Tabus berührt. Das war in den 60er Jahren schon, als zum ersten Mal Farbige im Playboy gezeigt worden sind. Oder, oh je, Interviews mit Farbigen, Martin Luther King. Also der Playboy hat schon immer Tabus gebrochen und hat auch sich nie gescheut davor, auch kontroverse Themen anzugehen. Und dann sind wir auch, finde ich super interessant, würde ich dich gerne gleich auch mal fragen, was so Bewertungsskalen sind. Ab wann ist denn ein Penis schön? Ab wann ist eine Klitoris schön? Oder darf man die überhaupt sehen? Und so weiter und so weiter.